Okay, hier haben wir wieder ein Zettelchen. Ein Foto von Kindern und einer Mutter, glaube ich. My dearest Elizabeth, glaube ich. Und W. Thompson irgendwas. Komm, gib Gas. Puh. Okay. Das Stealth-Gedöns ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Da kommt, glaube ich. Also, ich meine, da würde noch mal was kommen. Okay, da ist Ende. Ah. Jetzt kommt der Part, wo ich so lange gehangen habe. Weil ich nämlich keine Schüsse mehr hatte. Aber das werde ich jetzt mit meinen. Hey, du! Mit meinen Schüssen klären. ja. Aber das war echt kacke. Weil da laufen nämlich da oben dann zwei Leute, glaube ich, rum. Beziehungsweise eine läuft mitten auf dem Platz rum und macht den mal kalt. Hä? Oh. Okay, der war tot. Jetzt kommt da oben noch einer. Ich glaube, ich habe sie jetzt alle. Es kann auch sein, dass da oben auf diesen Plateaus, dass da noch welche rumeiern. Nee, hier ist keiner. Das sieht mal relativ clean aus. Noch. Möchtest du bitte da runterziehen? Dann stelle ich mich halt hier oben hin. Okay, da unten ist nichts. Ich glaube, dann haben wir sie alle gekillt. Ja, das sieht gut aus. Ich habe Glück gehabt, dass ich mir den ganzen Kram aufgespart habe. Das wäre nämlich sonst eine ziemliche Prozedur geworden. Mal trinken. Puh. Das war Glück. Mein edler Ritter. Offenbar komme ich rechtzeitig. Sieht ganz so aus. Obwohl ich mich in der Regel nicht von einer Wache überwältigen lasse. Sind Sie allein hier? Devi und Finley sind bei mir. Sie übernehmen die restlichen Wachen und Sie? Ich konnte meinen Trupp nicht mitbringen, aber es ist jemand bei mir. Vertrauen Sie der Person? Ja, mit meinem Leben. Also gut. Was jetzt? Wir treffen ihn drin und gehen zur Bibliothek. Na los. Nochmal. Okay, drei Schüsse habe ich noch.
Ich glaube, hier unten ist noch ein verstecktes Gedöns. Noch so ein Objekt haben wir hier diesmal. Ich kann das nicht lesen, was da drauf steht. Ich denke mal, es ist T. Sieht halt aus wie so eine Teedose, ne? Schon ziemlich verramscht, aber... läuft. Du stehst da oben, okay, dann ist hier, glaube ich, niemand weiter mehr. Wie Sie sehen, gab es etwas Widerstand. Direkt hier drüben. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Zur Tür oder was? Nee. Man konnte sich doch irgendwie anzeigen lassen. Ah. Dani, wir haben einen Weg rein. Einmal am Platz können wir über die Posten kurz auf den Balkon klettern. Okay. Ritter, helfen Sie uns, das Ding zu schieben. Junge, das kannst du auch selbst schieben. Das hat sogar Räder. Der andere, gut, der andere Kram hat auch Räder gehabt. Was ist denn da los? Hier rauf. Debbie, nein. Du musst bleiben. Rani, ich muss an deiner Seite sein. Das bist du immer, Kind. Was ist mit ihm und seinen Komplizen? Befolge meinen Rat. Weißt du denn nicht, wie wichtig du mir bist? Warum schickst du mich dann fort? Weil du die Sache fortsetzen musst, falls mir etwas zustoßen sollte. Sag das nicht. Duffy, auch wenn sie mir nicht trauen, ich werde ihre Königin beschützen. Das bin ich Ihnen beiden schuldig. Dann strengen Sie sich an. Mit ihr sollten Sie es sich besser nicht verderben. So. Kletterei. Und gleich gibt es, glaube ich, wieder Schießerei. Was sich auch auf Kletterei reimt. Ein Drilling. Nehmen wir doch die mal direkt. In Deckung! Was? Kommt durch die vorderen Tore! Mehr Wachen! Ich drücke vor! Da sind sie! Muss nachladen! Jo, Scharfschütze oder was? Kompaniemann getroffen! So kann ich nicht treffen! Gehen wir rein, bevor noch mehr Wachen kommen. Das war's? Schön. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hier drinnen gibt's ganz viele Helmchen, glaube ich. Oh nee. Ich glaube, das beginnt auch schon direkt mit einem. Vorsicht! Flintenspezialisten! Hier geht die verdammte Munition aus! Ich gebe dir Deckung! Lagert sie fest, während ich vorrücke! Wir auf jeden Fall hier bleiben. Ich lade nach! Zweimal in die Schulter schon. Okay, das war ein Kopfschuss. Boss,
Von hinten kommen noch mehr! Von uns auch! Scheiße! Lade nach! Haltet sie auf, während ich mich in Reichweite begebe! Ach, das bist du. Ich wollte dich gerade töten. Oh nö. Yo, ins Gesicht. So treffe ich nicht. Du machst auch gar nichts, ne? Faul Stück. Wache ausgeschaltet! Ich geb dir Deckung! Wo sind die denn? Da ist einer. Das war gut. Ich hab an niemanden getroffen! Ich hoffe, dass da rechts ist meine Tante hier. Das war anscheinend der letzte. Jeden Moment könnten mehr kommen. Wie quatscht denn hier so? Gehen wir weiter. Ich dachte, das wäre irgend so ein Heini, der gegen mich ist. Ah. So. Nee, ich möchte gerne bei meiner Waffe bleiben. Die ist toll. So. Ja, hier haben wir wieder ein Döschen. Nachrichten aus Ostindien. Dann hören wir uns das mal an. Nachrichten aus Osten. Mein liebster Jacob, unser Freund hat mir geraten, dich vor meiner Ankunft in England zu kontaktieren. Obwohl unsere Unternehmung zu Beginn auch am seidenen Faden hing, so berichte ich umso lieber, dass die Operationen nach Plan verlaufen. Die örtliche Regierung erwies sich als leicht zu überzeugen. Ich erwarte keine weiteren Probleme mit den Regierungstruppen, die großzügig entschädigt wurden. Es bleibt die Tatsache, dass einige isolierte Fraktionen im Commonwealth-Gebiet von Indien immer noch unsere Leute bekämpfen. Das bleibt zumeist erfolglos, doch es ist Sachschaden am Kompanieeigentum entstanden, der schwer zu ersetzen sein könnte. Wir sind zuversichtlich, dass die Situation bald unter Kontrolle ist. Ich hoffe, dein Problem mit den Indern wird ebenfalls richtig angegangen. Ich freue mich, dich bei meiner Ankunft zu sehen. Brief an Lord Hastings von Lady Madeleine Welsh oder so? Nee, jetzt keine Deckung. Was ist das? Ja, da gehen wir doch erstmal in hier die Tür. Da ist bestimmt auch noch irgendwas versteckt. Oh! Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ah, direkt schon mal verkackt. So. So, was haben wir denn hier? Eine Waffe. Und Blätterhaufen? Statement Ritter. As to death? Worauf warten Sie? Date of death? Ah, das ist irgendwie so ein Todesbrief oder sowas.
My dear Jacob, I thought you would appreciate the news. AW. Ah, nee, ich bleib mal bei meiner Waffe. Munition nehmen wir noch mit. Aber ansonsten... Mal durch die Tür.